Wale gehören zu den größten und ältesten Säugetieren der Welt. Etwa 90 verschiedene Arten leben in den Ozeanen. Warum diese mächtigen Tiere trotzdem bedroht sind, erklären wir euch in diesem Video. Die Küste im Nordwesten der USA ist ein Paradies für Wale. So scheint es jedenfalls. Wie gut es ihnen wirklich geht, will die Forscherin Deborah Giles herausfinden. Sie interessiert sich vor allem für Orcas, sogenannte Killerwale. Um mehr über ihren Gesundheitszustand und ihre Ernährung herauszufinden, fährt Deborah Giles regelmäßig raus aufs Meer. Aber nicht allein. Iba ist ein speziell ausgebildeter Spürhund. Sie ist darauf trainiert, Kot von Killerwalen aufzuspüren. Wenn wir ihn finden und einsammeln, können wir aus der Probe eine Vielzahl von Informationen herausziehen, wie Stresshormone, Giftstoffe, Parasiten oder Bakterien. Iba bekommt eine Schutzbrille gegen die UV-Strahlung, die vom Wasser reflektiert wird. So kann die Hündin sich ganz auf ihre Nase konzentrieren. Wir leihen uns die Superkräfte von Ibas Hundenase. Sie ist so empfindlich, dass sie Walkot über eine Seemeile weit riechen kann. Wenn es den Walen gut geht, finden wir diese wirklich schönen, dicken, fast pfannkuchenartigen Stücke, die so groß wie Teller sein können. Aber wenn sie hungern, sind die Stücke winzig klein. Für den Ozean können die Stücke gar nicht groß genug sein. Walkot ist wie Dünger für die Meere. Wo Wale sich erleichtern, blüht wenig später das Leben. Denn nährstoffreicher Walkot ist die Lebensgrundlage zahlreicher Mikroorganismen, die sich schlagartig vermehren, sobald der Wal Kot ausgeschieden hat. Sie sind Nahrung für höhere Tiere wie Schnecken, Muscheln oder Krebse. Diese Explosion von Leben sichert nicht nur die Nahrungsgrundlage der Wale und vieler Fischarten. Sie sorgt auch dafür, dass große Mengen Kohlenstoff eben nicht in die Atmosphäre gelangen, sondern in Form von Mikroorganismen, Krebsen, Fischen oder Walen im Meer bleibt. Dadurch hat ein Wal für das Klima eine ähnlich positive Wirkung wie Wälder an Land. Für Deborah Giles und ihre Forschungsassistentin auf vier Beinen wird es jetzt ernst. Spürhündin Iba muss herausfinden, ob sich heute ein Wal in der Bucht erleichtert hat. Wenn sie eine Fährte findet, steuern ihre Menschen sie zum Ziel. Und tatsächlich, Iba wird fündig. Sie findet ein winziges Stückchen Walkot. Für Deborah Giles ist das überhaupt kein gutes Zeichen. Diese Tiere hungern. Jeder einzelne von ihnen ist in diesem Moment hungrig. Jeden Tag in den letzten Jahrzehnten. Sie fressen nur Fisch, vorzugsweise Chinook-Lachs. Das ist eine Lachsart, die besonders fett ist. Sie suchen die fetthaltigste Nahrung, die sie bekommen können. Lachse werden nicht im Meer geboren. Sie schlüpfen in Flüssen und wandern später ab ins Meer. Hier am Skagit River drängten bis vor einigen Jahrzehnten mehr Lachse aus den Flüssen ins Meer, als die Orcas fressen konnten. Doch das hat sich verändert. Inzwischen steht der Chinook-Lachs auf der Liste der gefährdeten Arten. Brenda Young setzt sich für die Lachse ein. This is where
Hier kommen die Lachse, die im Meer leben, herauf und legen ihre Eier ab. Dieser Fluss ist groß genug, um Chinook-Lachse zu beherbergen, die von den Orcas gefressen werden. Die Lebensbedingungen für die Chinook-Lachse sind hier perfekt, weil der Fluss so zugewachsen ist. Die Bäume spenden Schatten und senken die Temperatur des Wassers. Sie sind auch deshalb so wichtig, weil sie umfallen und in den Bächen kleine Pools bilden. Es gibt flache Wasserbereiche und tiefere Tümpel. Und das hilft, Bereiche zu schaffen, in denen sie ihre Eier gut ablegen können. Doch inzwischen ist kaum ein Fluss, in dem die Tiere sich vermehren, noch in einem natürlichen Zustand, so wie ihn die jungen Lachse benötigen, um sich gesund und in großer Zahl zu entwickeln. Stattdessen wurden angrenzende Wälder abgeholzt, um Platz zu schaffen für Äcker und Städte. Natürliche Flussläufe sind begradigt worden. Das vereinfacht menschliche Transportwege, aber für die Lachse ist es ein Todesurteil. In Washington wird das Wasser wärmer, weil es keine Bäume mehr gibt. Sie wurden abgeholzt für die Landwirtschaft und für die Städte. Wenn die Lachse zurückkommen und ihre Eier ablegen, ist das Wasser so warm, dass es ihre Proteine verändert und sie krank macht oder sogar tötet. Wenn die Lachse immer weniger werden, geht den Orcas im Ozean die Nahrung aus. Und das, obwohl genügend Alternativen zur Verfügung stehen. Warum fressen sie keine anderen Tiere? Sie haben es einfach nicht anders gelernt. Sie fressen das, was Mama ihnen beigebracht hat. Und andere Tiere standen einfach nicht auf der Speisekarte. Deborah Giles sammelt weiter Proben, um herauszufinden, wie es um die Orcas steht. Aber für Hündin Iba ist der Arbeitstag erstmal vorbei. Yes. Good job. Good girl, Iba. Nice work. This is playtime. Das ist Spielzeit. Das ist es, wofür sie arbeitet. Sie kann stundenlang mit uns arbeiten, nur um am Ende ihre Belohnung zu erhalten. Tauziehen. Habt ihr schon mal einen Wal in echt gesehen? Oder würdet ihr gern mal einem begegnen? Schreibt es uns in die Kommentare.